Hallo? Hallo. Ja, guten Tag. Ja, da sind Sie richtig, vollkommen, ja. Nochmal was bitte? Da sind Sie vollkommen richtig bei mir. Ja, das freut mich. Was gibt's denn bei Ihnen zu gewinnen? Bin ja ganz aufgeregt. Na, da bin ich ja erstmal neugierig. Da brauche ich aber von Ihnen jetzt mal bitte hier die Nummer, ja, dass ich nachgucken kann. Ja, also das ist 0800. Das ist ja eine Telefonnummer, die ist ja nichts. Die brauche ich nicht. Was denn? Sie haben ja bestimmt eine Gewinnnummer oder eine Codenummer vorliegen, ja? Ja, ja, das steht hier drauf. Das ist ja im Prinzip GLÜ 6629, wenn ich das jetzt ohne Brille richtig entziffert habe. Dann brauche ich mal von Ihnen den Vor- und Zunamen. Ja, mein Name ist Hans-Joachim. Aber sagen Sie mal, sind das nicht 5 Stellen bei Ihrer Kontrollnummer da? 6629 steht hier drauf. Ach so, okay. Dann sagen Sie Ihren Vornamen. Hans-Joachim. Ist das mit Bindestrich, ja? Nee, ohne Bitte. Hallo? Ja, ich bin noch hier. Ach so. Ja, so. So, und das der Vorname Hans-Joachim und der Nachname? Kirschotter. Wie die Kirsche und der Otter. Zwei sehr süße Sachen. Wie die Kirsche oder die zum Beten, die Kirsche? Wie denn nun? Nee, die Kirsche zum Essen. Okay, dann müssen wir ein S davor setzen. So, und dann brauche ich von Ihnen... Also Kirschotter, ne? Da kommt das Wort Otter noch dahinter. Ja, ja, und Kirsche wie die Kirsche mit SCH. Nee, wie die Kirsche zum Essen. Na, weiß ich doch, aber die, ja. Kirsche mit zum Essen schreibt sich nun mal mit SCH. Ja, das ist richtig. Na, sehen Sie. Dann brauche ich die Postleitzahl. Das ist 765 34. Ja, weil Sie gesagt haben, nicht die Kirche als Baudenkmal, sondern Sie meinen zum Essen die. Und ja, ja, und halt der Kirche, Otter wie der Marder im Prinzip dann halt. Na, ne? Das habe ich doch alles schon. Gut. Aber die Kirche schreibt sich nur mit CH und die Kirche zum Essen mit SCH, darum geht's. Ja, ja, das ist mir ja bekannt seit der ersten Klasse. Na, sehen Sie, darum. Und darum hatte ich gefragt mit SCH und Sie hatten nicht darauf geantwortet. Aber jetzt haben wir es ja. Ja, ja, wir wollen uns jetzt ja hier nicht in gegenseitigen Vorwürfen ergehen. Ne? Nein, das wollen wir nicht. Das ist gut. Ja, wo denn? Ihre Straße bräuchte ich noch. Ach so, das ist die Bojaner Straße. Mit EU, ja? Ja, mit EU. Hallo? Ich bin immer noch da, ja? Ja. Ich muss es ja immer erstmal schreiben, ja? Ich habe ausgeprägte Verlustängste, also nicht, dass Sie sich wundern. So, dann brauche ich noch die Straße. Ja, Bojaner Straße. Die Hausnummer? Da gibt's keine, das ist das einzige Haus hier im Prinzip. Na, keine Straße? Nee, das ist einfach nur Bojaner Straße. Das ist das einzige Haus hier. Da ist ja im Prinzip nie eine Nummer vergeben worden. Da habe ich immer Probleme mit, wenn ich was bestellen will. Ja, aber ich schreibe ja, dann immer 1 rein. Der Postbote weiß das dann. Dann schreibe ich hier eine 1, ja? Ja. So, das Geburtsdatum? Ja, wie lautet das? Na, das müssen Sie mir sagen, Ihr Geburtstag. Ach so, ja, sagen Sie das doch gleich. Das ist ja der 8. Mai 45. Habe ich die ganze Zeit gesagt. Gut. So, dann habe ich Sie jetzt hier registriert. Ja. Drücke Ihnen die Daumen. Und Sie geben mir mal noch Ihre Telefonnummer, bitte die Vorwahl zuerst. Ja, das ist, da fängt man ja immer mit an, ne? Das ist 07221. 765 344, bitte. Ja. Ja. So, dann habe ich Sie hier registriert. Ja, wofür denn? Ich Ihnen,
Ja, für die Verlosung, ja. Dann Ja. drücke ich Ihnen jetzt fest die Daumen, Herr Kirschotter. Und Sie werden hier bei uns im Gewinnfall schriftlich informiert, ja. Ja. Ich drücke Ihnen ganz, ganz fest die Daumen. Alles Gute. Und Sie hatten bei uns aber schon mal Glück gehabt. Bei mir sind Sie nicht nur durchgekommen, sondern hier sind Sie noch bei uns in eine Bonusrunde gelandet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Werden Sie, aber ich hab so ein schlechtes Gedächtnis mir mal. Ich würde jetzt schon gern mal, bevor ich das alles wieder vergesse, wissen, um was es bei dem Gewinnspiel überhaupt geht. Na, hier haben Sie doch dreimal die Sonne richtig, jedenfalls die Kontrollnummer durchgegeben. Und jetzt sind Sie in dieser Verlosung drin und nun müssen wir mal abwarten, ob es klappt, ja? Ja, aber so, was wird denn ausgespielt? Das steht doch in Ihren Unterlagen, Herr Kirschotter, ja? Ja, wenn ich das hätte erlesen können, würde ich ja nicht fragen. Da ist oben eine rote Box drauf und da steht 300 Euro bei. Woher soll ich denn dann wissen, was da drin ist? Also da kann man einen Gutschein gewinnen von der Firma Trend Tours Touristik. Vielleicht haben Sie ja Glück, ja? Und was machen die? Das ist ein Reiseunternehmen und Aha. die geben hier Gutscheine. Wenn Sie dort ja, eine Reise buchen, dann, ja. Das ist ja sehr freundlich von denen. Na, das meine ich doch. Aber hier müssen wir jetzt erstmal abwarten, ob Sie hier dann gezogen werden, ja? Wann steht das denn fest im Prinzip? Ja, also Ende des Jahres. Herr so lang dauert das? Ja, das dauert noch ein bisschen. Oha. Ich drücke Ihnen die Daumen, aber Herr Kirschotter, Sie hatten heute schon mal Glück bei uns, denn hier sind Sie heute nicht nur durchgekommen, Sie sind bei uns noch in eine Bonusrunde gelandet. Herzlichen Aha. Glückwunsch. Ja, danke und schön. Sie haben das große Glück und dürfen mal zunächst für 3 Monate an dieser großen Bonusrunde teilnehmen. Diese Bonusrunde heißt Profit und Rente. Aha. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich bei uns alle Vorteile von Profit und Rente zu sichern. Ja. Somit haben Sie ab dem 15. August die Chance bei uns auf eine Rentenmillion. Es findet jeden Tag eine Ziehung des Rentenjackpots statt. Aha. Und Sie und nur 99 weitere Teilnehmer in einer kleinen Gewinngemeinschaft nehmen dann täglich gleich mit 100 Tipp rein, gehen Sie an den Start. 3000 Gewinnchancen haben Sie im Monat auf die Millionenrente hier. Oha. Zusätzlich erhalten Sie noch einen persönlichen Tipp, den Sie selber bestimmen dürfen. Somit haben Sie jeden Samstag noch die Chance, den Jackpot im Alleingang zu knacken. Ja. Und im Gewinnfall erwartet Sie hier einen Sofortgewinn in Höhe von 40.000 Euro Uha. Sowie eine monatliche Rente in Höhe von 4.000 Euro. Ja. 20 Jahre lang würde dann diese Rente Ach. Zur Auszahlung kommen. So lange lebe ich ja gar nicht mehr. Feierbar. So, aber die Rente, wie gesagt, wenn Sie die hier gewinnen, gibt es die 20 Jahre steuerfrei. Die können Sie auch später vererben und so weiter. Das ist gut. Die Rente, sollte Ihnen was passieren und Sie haben die Rente gewonnen, geht das automatisch auf Ihre Erben über, ja? Ja, das ist so, gut. Ne? Man muss ja, ja vorgesorgt haben, ne? So, dann habe ich ja noch Freudiges mitzuteilen. Ja. Mit Ihrem eigenen Tipp haben Sie jeden Samstag noch die Chance auf viele Kleingewinne. Und die Kleingewinne gehen von 50 Euro bis 10.000 Euro. Und 2 richtige mit Zusatzzahl, da gewinnen Sie bei uns schon 50 Euro raus. Und bei 3 richtigen mit Zusatzzahl sind Sie schon bei 2 richtigen mit bei 50. Und bei 3 mit Zusatzzahl bei 500 Euro. Tendenz ist steigend, ja? So, und all diese vielen Gewinnchancen garantiert Ihnen die exklusive Vorteilskarte, die heißt Profit und Rente, die Sie bekommen. Ja, denn mit dieser sparen Sie bis zu 35%. Hallo? Mit wem? Hallo? Herr Kirschotter? Ha! Hallo? Sind Sie noch dran? Ja. Okay. War ein langer Vormittag. So, also all diese Gewinnchancen garantiert Ihnen unsere exklusive Vorteilskarte hier, Profit und Rente.
Ja. Und mit dieser sparen Sie noch bis zu 35% bei Einkäufen vor Ort. Sie sparen dauerhaft 5% bei Einkäufen, zum Beispiel hier Lidl, Rewe, Karstadt und viele andere. Auch bei Netto? Und Sie kriegen auch bei Netto. Netto macht auch mit. Netto, Rewe, Lidl, Norma, Netto. Und da können Sie richtig viel Geld sparen, nämlich dauerhaft 5%. Oh, das ist super. Ich finde, dass die bei Netto, die haben immer so schön frisches Brot. Das schmeckt besser als beim Bäcker. Das schmeckt herrlich. Das ist besser als beim Bäcker. Und gereift wie ein guter Wein ist das, ne? Richtig. Und Sie dürfen noch, Herr Kirschotter, hier mit dieser Karte sparen Sie beim Tanken bis zu 5% gibt es auf jede Tankfüllung rückerstattet. Auch beim E-Auto? Also es lohnt sich. Na, E-Auto brauchen Sie ja nicht tanken. Nee, braucht ja nur Strom. Ja, ja, deswegen, aber das ist ja auch ein Tankvorgang. Ja. Ja, also hier geht es um Tanken. Wenn Sie bei der Tankstelle uns das vorlegen, Tankbeleg, dann bekommen Sie immer 5% rückerstattet. Ja? Ist das das Büro unten am Marktplatz von Ihnen? Sie können wo am Marktplatz, bitteschön? Na, hier unten bei der Sparkasse ist das ja der neue Betrieb. Da sind Sie das? Nein, nein. Wir sitzen hier in Magdeburg und das alles läuft hier über die VSG in Hamburg und wir sitzen hier in Magdeburg, Herr Kirschott. Und von wem kommt dieses Gewinn und Rente? Ja, Profit und Rente. Ja, ja, meine ich doch. Profit und Rente. Naja, das bekommen Sie hier. Sie haben noch die Unterlagen. Sie hatten doch das alles in Ihrer aktuellen als Beilage drin. Ja, ich frage nur, wer da so spendabel ist. Möchte mich da ja vielleicht auch bedanken. Ja, dann, ne? Ja, na, wie gesagt, das kriegen Sie ja jetzt alles von uns. Wie gesagt, das ist ja alles dann schriftlich bei Ihnen. Ja, Sie dürfen dabei sein. Das Ganze für einen kleinen Betrag, Herr Kirschotter, für 1,66 Euro am Tag. Und im Monat ergibt das einen fairen Betrag, nur 49,90 Euro. Ja? Wer hat das denn festgelegt, dass das fair ist? Das ist ein fairer Preis, aber genau. Wer hat das denn festgelegt? Der Betrag ist festgelegt und das ist ein fairer Betrag, Herr Kirschott. Ja, wer hat das denn gesagt, dass das fair ist? Auf welcher Maßgabe beruht denn die Auskunft? Das hat der Spielveranstalter gesagt. Ach so, ja. Das, ja. So, und Netto sagt, das Brot ist frisch. Der Spielveranstalter sagt, die Preise sind fair. So, Herr das Kirschott, Leben ist schön. Herr Kirschotter, ja? Sind Sie hier mal mit dabei? Ja, ich bin am Telefon. Ich habe nicht aufgelegt. Ne? Das ist fein. Ja, ja. Sind Sie mal hier bei dieser Spielrunde mit dabei für 3 Monate? Wo muss ich da denn hinkommen? Sie müssen nirgendwo hin. Sie dürfen mir jetzt 7 Zahlen nennen. Und Sie bekommen alles das, was wir besprochen haben, schriftlich. Und spielen dann für 3 Monate hier mal mit. Zum Preis von 49,90 Euro im Monat. Oh, ich dachte, ich hätte was gewonnen. Sie haben ja was gewonnen, hatte ich Ihnen ja gesagt. Nee, Sie haben noch nicht gewonnen. Ja, deswegen. Sie sind in der Ausspielung drin, aber Sie sind heute bei mir Glückskandidat, dass Sie Glück hatten, hatte ich Ihnen gesagt, dass Sie in unserer Bonusrunde reingekommen sind, wo ja. Sie hier mal die Nase vorn haben. Machen Sie mal die tolle Gewinnrunde mit und nennen mir 7 Zahlen. 33. Die 33. 44. Warten Sie, die 33 habe ich als erstes. Die 33. Ja. Dann haben wir die. Hallo? 33. Ja, ich höre Sie noch, die 33. Was haben Sie dann? Nee, die 33 haben wir schon. Ja. Ja, die können wir ja nicht zweimal eintragen, oder? Nein, nein, nein. Da würde ich sagen, ich mag die 33 aber so, dass wir da nochmal die 22 und die 11 nehmen. Ja, die nehme ich dann auch noch. 22, und noch die 29 11. und die 4, weil das gibt ja auch wieder 33. So, dann haben wir jetzt insgesamt... Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe ja im Prinzip, das ist ja meine Glückszahl, ich habe auch 33 indonesische Bergrückengoldfische. Die sind ein sehr wichtiger Bestandteil von meinem Leben halt auch geworden. Ne? 1, 2, 3, 4, 5 Zahlen, dann brauchen wir noch 2.
Ich glaube, jetzt haben wir aber alles. Nehmen wir nochmal die 44 und die 11, weil das ist ja dann auch wieder zusammen im Prinzip die 33. Doppelt. Die haben wir schon einmal, Herr Kirschhoff. Oh, das wird ja, dann wird das schwierig. Dann nehmen wir die 22 und die 11. Die haben wir ja schon, die 22. Ich glaube, da fallen mir ja gar keine Zahlen mehr ein. Sie können doch heute schreiben wir den 12. Und Sie hatten Glück, dass Sie hier bei uns in dieser Spielrunde reingekommen sind. Da dürfen Sie sich hier einfach mal die 12 genehmigen. Wollen wir die nehmen? Ja, können wir auch machen. Es gibt ja 12 Monate. Ja. Das muss ja alles auch immer irgendwie Sinn und Verstand haben. Herr Kirschotter, Sie bekommen alles von uns schriftlich und Sie bekommen natürlich alles in schriftlicher Form mit Ihrer persönlichen Profit- und Rentenkarte. Der Betrag, die 49,90 Euro, die werden das erste Mal dann zum ersten... sind Sie das? Hallo, Herr Kirschotter. Hallo. Hallo? 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 Ja, da war doch eben ein Schnarcher dran. Ja, ich bin sehr müde, ne? Ja, das, ich bin's auch, ja. Das, wie lange müssen Sie denn noch arbeiten? Ja, ich muss noch bis 19 Uhr her. So lange? Bis 19 Uhr, ja. Oh, das ist ja menschenunwürdig. Ist das denn schön, da zu arbeiten? Doch, macht Spaß, sicher, ja. Ja, sind da nette Menschen am Telefon, so großteils. Ja, das freut mich. Herr Kirschotter, der erste Betrag, die 49,90, buchen wir dann zum 1. August, dann nochmal der 1. September und der 1. Oktober. Und alle Geldgewinne werden Ihnen auf Ihr Konto überwiesen. Ja? Das ist nett. Und mit welcher Bank oder Sparkasse arbeiten Sie denn zusammen? Nee, da haben Sie was falsch verstanden. Ich bin schon in Rente, ne? Ich bin kein Banker. Sie sind in Rente, weiß ich doch. Sie wollen doch unsere Gewinnrunde mitmachen. Dann, ich habe ja Ihre Zahlen jetzt aufgenommen und Sie hatten sich ja hier unser Gewinnspiel angehört und möchten mit dabei sein. Ja, und wie ich Ihnen gesagt habe, wird ja der Einsatz abgebucht und die Geldgewinne werden Ihnen aufs Konto überwiesen. Brauche ich mal Ihre Kontonummer. Was habe ich denn gewonnen? Bis jetzt ja noch nichts. Das ist ja traurig. Darum spielen Sie ja hier bei dieser Gewinnrunde mit. Weil das war ja das Elite Premium Service AG, sagten Sie, ne? Genau. Ja, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört, ne? Ja, dann bräuchte ich von Ihnen mal die Bankleitzahlkontonummer oder die IBAN-Nummer. Oh, in welcher Reihenfolge denn diese drei? Die IBAN-Nummer, sagen Sie mir die. Das ist ja dann in einer Zeile diese lange Nummer, die DE-Nummer. Da muss ich erst mal gucken, wo ich das alles habe. Machen Sie langsam. Ja, muss ich ja, ne? Ich habe ja im Prinzip das... Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich habe ja im Prinzip das Poulette-Syndrom. Das hindert einem, sage ich mal, im Alltag schon sehr, ne? Das ist nicht ganz einfach. Dadurch kommt auch, das ist ja im Prinzip so eine Unterstufe der Narkolepsie, ne? Falls Sie das kennen. Gucken Sie mal nach, dass wir jetzt fertig werden, ja? Haben Sie es eilig? Nein, aber ich muss ja mit Ihnen auch nochmal die Zusammenfassung machen. Auch noch? Ja, so viel Zeit habe ich aber nicht mehr. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Na, Sie haben doch Ihre Kontokarte vorliegen, oder? Ja, natürlich. Naja, da steht's doch drauf. Da brauchen Sie es mir doch nur ansagen. Also so, ich habe ja im Prinzip, das ist ja im Prinzip auch so eine Zahlenphobie. Ich würde das im Prinzip, wir haben ja, sagen wir, 24 Buchstaben. Ich würde, sagen wir, die Buchstaben, die zur Zahl passen, im Alphabet sind vortragen. Das hat bei der Führerscheinstelle neulich auch gut funktioniert. Auch wenn ich da im Prinzip dann vom Sicherheitsdienst rausgebracht wurde, weil die Dame scheinbar der Grundschulmathematik nicht mächtig war. Aber ich glaube, wir beide kriegen das hin. Ne? Herr Kirschotter, ja? Das ist so, ich frage Sie nochmal, möchten Sie hier am Spiel teilnehmen, dann brauche ich die IBAN-Nummer. Mhm. Und das ist die Nummer, die... geht mit DE los. Ja, das ist richtig. Und das ist ja dann im Prinzip alphabetisiert, wäre das ja AFG.
da steht nichts alphabetisiert. So, Herr Kirschotter, wir machen jetzt eines. Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Ich würde vorschlagen, Sie googeln mal nach 19 Uhr den Namen Elite Premium Service AG. Dann wissen Sie, dass Sie da für Betrüger arbeiten. Ich habe Ihnen jetzt nur ein bisschen Zeit geklaut hier im Altenheim. Hab die Karte eine Mitpatientin hier angedreht. Hier sitzen 400 Leute, die rufen jetzt alle bei euch an. Ja, ja. Also ich finde es an für sich ungezogen, Herr Kirschotter. Ich konnte mir das jetzt im Laufe des Gesprächs hier schon denken. Ich meine, Sie können hier nicht eine Behauptung aufstellen. Nee, das sagt ja der Verbraucherschutz. Gucken Sie mal im Internet, die warnen davor. Elite Premium Service AG, einfach mal bei Google eingeben. Dann wissen Sie, für wen Sie da arbeiten. Ihr habt der Margret das Geld weggenommen, die will das wiederhaben. Herr Kirschotter, die Leute rufen an und lassen sich für das Gewinnspiel registrieren. Nee, da sind Leute dran, die wie Sie so völlig empathielos ihren Text vorlesen und die weniger fitten alten Leute hier, die glauben das dann und lassen sich dort aufschwatzen, Lotto spielen mit 87. Das ist ungezogen, wenn wir schon das Vokabular verwenden. Die Frau hat einen Betreuer und der ist schon Vertrag angedreht worden. Und soll ich Ihnen sagen, wenn das so ist mit dem Betreuer, da wird hier explizit gefragt. Nee, mich haben Sie ja auch nicht gefragt. Ich habe auch einen. Ich bin doch noch gar nicht mit Ihnen so weit gekommen. Na, das fragt man doch, bevor man sich die Kontonummer holt, oder nicht? Nein, Sie kriegen ja hier immer nochmal mit uns machen oder wir machen mit Ihnen nochmal eine Zusammenfassung. Also wir haben hier im Altenheim heute, ne, auf dem Hof alle Taubenfedern aufgesammelt, die wir finden konnten. Die schicken wir Ihnen mit einem Päckchen zu. Das ist ja im Prinzip wie damals, wenn die Piraten einem so einen schwarzen Fleck geschickt haben. Okay, machen Sie das, Herr Kirschotter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja? Den werde ich auf jeden Fall haben. Wir rufen dann alle gleich nochmal an. Ne? Bis gleich. Alles Gute. Tschüss. Das ist ehrenlose.